Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, immer gleich. Siege Time mal wieder angesagt gegen Gilde Nummer 2 gegen Dark Shadows. Ich hoffe, dass dieses zweite es keine absichtliche besondere Bedeutung hat. Und wenn ich diese 2S da hinten am Ende sehe, mache ich mir ein bisschen Gedanken. Aber gut. Ich will da jetzt nichts unterstellen. Also insofern. Es fällt nur einfach auf. So, also. Womit fangen wir an? 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 17, 17, 22, 17, 21. Dann fangen wir doch einfach mal mit der Luise an. Welch Wunder. Habe ich eigentlich meine ganzen Animal-Karten noch drin gelassen? Zum Verteidigen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich müsste nochmal schauen. Skimaske. Oh, was das gerade hier leckt. Also momentan ist es ziemlich heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was da aktuell passiert ist bei Congregate. Aber irgendwie haben die da echt ein arges Problem im Moment in der Browser-Version. Firefox geht es momentan bei mir gar nicht mehr. Hat ja keinen Sinn jetzt hier, was ich jetzt gerade mache. Dann machen wir noch den Dr. Bombenstein. Damit ich auf jeden Fall im Match bleibe, egal was passiert. Gegen Alandir, das ist ja kaum zu ertragen, die Geschwindigkeit. Was ist denn das? Mann, 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 was das jetzt gerade leckt hier. Komme ich mir vor, als hätte ich die Geschwindigkeit mal 1 drin. Oh mein Gott. Naja, schauen wir mal. Vielleicht werden ja die anderen Matches irgendwie schneller. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie befürchte ich nicht. Naja. Gegen Vion 2-8. Fangen wir wieder mit Bobby an. Ist ja meine einzige Charakterkarte. Oh, das ist natürlich nicht sehr schön. Der gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist noch überschaubar, was hier passieren wird. Noch hat er nicht so viel Angriff, dass er mir gefährlich werden kann. Deswegen spiele ich jetzt erstmal die Tina dorthin, dann überlege ich mir jetzt noch im nächsten Atemzug, was ich jetzt mache. Ob ich jetzt die schlimme Tina dorthin klatsche, was durchaus Sinn macht, weil er nämlich dann in 2 Runden down ist. Also die Runde wird er jetzt noch überleben. In der nächsten Runde gibt es den Highschool-Bill nicht mehr auf dem Feld. Bedeutet, ich mache jetzt hier noch den Cadet Hill hin und dann sollte dieses Match eigentlich. Was ist denn da? Warum leckt das denn so? Also hätte ich am besten echt mit dem iPhone jetzt hier gespielt. Oder mit dem Tablet. Naja. Kommen die 10 Matches ziehen wir jetzt so durch und dann, wenn wieder. Beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr hier über den Browser, weil das ist ja, macht ja keinen Sinn. So, weiter geht's. Apery kommt mit einem Miguel.
wir fangen jetzt erstmal mit dem Bender an und dann werden wir wahrscheinlich als nächstes dort den Mr. Business drauf spielen. Ja, gut, er hat jetzt 15-fach Gas. Das ist etwas, was mir jetzt weniger gut gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir mal ans andere. Wir spielen es jetzt anders. Wir spielen den Straßenräuber. Dem macht nämlich das Gas nichts aus. Und dann kommt er mit einem Bob. Dann spiele ich hier als nächstes den Mr. Business. Und auf dem Mr. Business spiele ich dann die Lila. Und dann habe ich dort eine gute Kartenkombination. Ja, Limobar trinke auch völlig uninteressant. Ich könnte jetzt auch den Roger drauf machen. Aber nein, wir machen jetzt hier die Lila. Die heilt sich ja auch wieder hoch. Ich meine, okay, ich muss natürlich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, was hier passiert, weil es ist ja kein Rumble-Match. Hier zählen ja nur rein Sieg, also gewinnen oder verlieren. Insofern schauen wir mal. Ach, was das laggt, was das laggt, was das laggt. Das ist so abartig gerade. Naja. Gegen Apery auf jeden Fall gewonnen. So. Apery von den Dark Shadows ist bezwungen. Also muss mich echt bei euch entschuldigen für diese Hardcore-Lags, die hier gerade drin sind. Aber ich kann es jetzt leider nicht ändern. Sonst müsste ich jetzt nochmal aufhören und dann zusammenschneiden und was weiß ich. Keine Ahnung. Dann fehlt der erste Teil und ach, das ist ja Käse. So, Freelance-Gün. Also in der Regel ist es ja so, dass bei der Furzschule für Hochbegabte schon ein paar gute Kombos bei rauskommen können, aber oh. Wir machen jetzt erstmal hier die Skimaske. Ich wollte jetzt eigentlich die Pawtucket Patriot Elm mit Philip J. Fry kombinieren, aber Skimaske ist natürlich noch mal besser, auch wenn er da oben ja, gut. Also erstmal kommt jetzt Heidnotrot da nicht mehr durch. Ja, also schon noch, aber ja, nicht mehr. So. No, jetzt hat er 11-fach. Dann muss es anders sein, dann werde ich jetzt hier mit dem Bänder heilen. So, da wird dann auch nichts mehr großartig passieren und dann werden wir gegen Freelance Gin auf jeden Fall dieses Match hier gewinnen. Ja, jetzt pushen wir nochmal mit dem Kleiderschrank von der Seite. Eieiei, dauert dieses Match jetzt lange wegen diesem Scheiß. Jetzt schon bei 8 Minuten, ich habe nicht mal die Hälfte der Fights gemacht. Das ist ja unglaublich. Naja, Freelance Gin. So. Sechs Matches sind es noch. Eine Stunde ist noch zu spielen, ungefähr. Scotty Pippen freut sich über den Sieg. Liebe Grüße gehen raus an dich. So, Peter. Ich könnte natürlich auch einen Irish Lobster, aber jetzt scheint es ein bisschen, es scheint aber auch wahrscheinlich nur sich ein bisschen zu erholen. Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht wirklich.
Sexualkunde, Peter. Und da sind ja nur blaue Karten jetzt momentan draußen. Also, was soll da jetzt großartig noch passieren? Wenn ich jetzt hier mit der Lila pushe, dann ist auch gleich die Tina da vorne wieder weg. Dann kommt die auch nicht dazu, irgendwas noch zu spielen. Lila Ballonart, okay. Ja gut, ich habe eine Katz. Da macht mir die Lila Ballonart gar nichts aus. Und jetzt ist sie auch schon wieder weg. So, Eugene Belcher. Und das Match gegen Paul 12-1, 7-1 ist gewonnen. So, weiter geht's. Let's get this party started. Let's get this party started. Noch 5 Matches. Let's get this party started. Let's get this party started. Let's get this party started. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Let's get this party started. So, wir haben jetzt diverse Möglichkeiten. Ich könnte natürlich mit einem betrunkenen Fry anfangen. Ich kann aber auch mit dem Bender und mit dem Mr. Front loslegen. Und das ist natürlich besser als ein betrunkener Fry. Da kommt nämlich die B, der Biegeschulabschluss oder die Banning School Grad raus. Und ja, wie man sieht, die ist schon ziemlich hardcore. Skimaske mit Philip J. Fry gibt Fry im Roboterkostüm. Und jetzt ist das Match eigentlich auch schon rum. Das ist gelaufen. Ich könnte jetzt noch hier noch ein Leon Petter noch neben dran spielen. Aber es ist jetzt auch wurscht. So, gewonnen gegen Apery. So. Jetzt haben wir noch 4 Matches hier übrig. Was das laggt? Ist abartig. Chrome. Ja, ich kann, Firefox funktioniert jetzt momentan nicht mehr. Weder auf dem einen noch auf dem anderen Rechner. Es geht momentan mit Hallo Firefox Leute, nicht was mehr. geht ab und damit willkommen zu einer waschbärigen Folge So, hier mit haben. Ihrem Gastgeber, dem Waschbär. Oh, jetzt kommt er mit dem K-Pop, Ja, Peter. gleich. Ja, jetzt kommt er Stimmen mit. Sie dazu. Ich will fertig werden, weil es hier eh schon ewiglich lange dauert. Oh Ja, Gott. guck dir das an. Leute, ich muss mir einen neuen RAM kaufen. Nee, das ist einfach hier. Also, ich weiß ja, was die da geschafft haben, aber das Ja, ist aber einfach nur abartig. trotzdem brauche ich einen neuen RAM. Ja, das auf jeden Fall, aber. Hol ich mir bald. Leute, bald geht es Streams, wenn ich einen neuen RAM habe. Das ist unglaublich, ne? Guck dir das Geil, das ist an, ungefähr so wie auf deinem Tablet. ey. Oder Nein, da schlimmer. ist sogar auf dem Tablet noch besser. Okay. Geil, Aktuell. ne? Leute, ich würde sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Was? So. Biegeschule. So. Leck das! Abartig. Absolut abartig. Also auch wirklich sorry for that. Bam! Leute, ihr seht ja, der Waschbär leckt gar nicht. Also nur das Bild von So. Animation Rollout. Oh, guck mal, du hast gewonnen! Freelance Jim. Du bist ja schon 20 Minuten oder sowas dran, ne? Ja, also an 15 dem Minuten. Video 14 Minuten Hast du schon und eine Bild gemacht? das ist das erste Video, was ich mache. Du musst noch was machen. Ja, natürlich. Ach du. Im Chrome. Nein, das mache ich dann auf dem Tablet. Also Ach. das mache ich, also das mache ich auch nicht mehr. Also dann nehme ich mir lieber ein Handy, ey. Das ist ja abartig. Also ich weiß ja, was Kongregate da zusammengeschustert hat, aber da haben sie irgendwie ziemlich Bockmist gebaut aktuell, weil es, also seit ein paar Versionen, seit dem letzten Update irgendwie, ist es so, dass du hier echt, also wie gesagt, im Firefox geht es bei mir nicht mehr, keine Ahnung, aber Leute, auf zwei Rechnern und ja, und das hier ist natürlich, wie man sieht, auch nicht gerade toll, ne? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wann habt ihr frei?
Egal, ich. Wann hast du frei? Wie, wann habe ich frei? Wann hast du frei? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Nein. Ich habe in der Woche frei. Toll, ne? Schön für dich. Wie schön, wenn man noch in der Schule ist. Nein. Ja, das, wir sprechen uns nochmal, wenn du nicht mehr drin bist. Okay. So. Vielleicht machen wir ja dann auf YouTube, wenn das Artikel 13 Zeug nicht durchgesetzt wird. Dazu wollten wir auch mal irgendwas machen. Ne? Aber ja. Ich glaube auch nicht, also ich glaube, ja, es wird irgendwas kommen, aber ich glaube nicht, dass das so. Schwarzbrenner, Herr Rotscher, jetzt muss ich mich mal hier konzentrieren, was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Ja, gleich. Ich fange jetzt erstmal an mit Tupac. Konzentrieren Sie sich. Ja, gleich, konzentrieren Sie sich. Tupac Goat. So, ja, irgendwas muss ich mir jetzt hier einfallen lassen. Ich könnte natürlich mit dem Peter und Pawtucket Patriot Ale kriege ich den auf jeden Fall auch down. Stell doch mal irgendwie 60 FPS ein. Guck dir das mal an, das ist doch schlimmer, als wenn du, keine Ahnung. Ich weiß, dass das schlimm ist. Das ist, du spielst gerade mit einem Standzeit-Handy gefühlt. Ja. So. Vor allem alle anderen Games funktionieren einfach. Fortnite braucht einfach viel mehr Grafik und funktioniert komplett. Ey, Fortnite ist überhaupt nicht so anspruchsvoll wie Animations Throwdown, ja? Sorry, aber. Throwdown? Nee. Throwdown! Wie Throwdown? Nein. Ganz ehrlich, guck ja, dir das an, wie anspruchsvoll dieses Spiel Throwdown ist an die Grafikkarte. Der ganze Rechner ist hier fast am zerbersten, ja? Das ist ja das. Und zwar, Fortnite braucht viel mehr Grafik als Animation Throwdown. Throwdown! Und Throwdown ist das Spiel, was laggt. Das ist unfassbar. Das ist geil, ne? Unglaublich. Also, sorry, aber ich weiß ja, was sie da verbockt haben, ey. Unglaublich. Apery. Ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. Ich mach heute mal mein Türchen auf. Ich hab's nicht vergessen. Ja, mach mal ein Türchen auf. So. Ich Bender, Peter. Oh, es ist bald Weihnachten. Ja, es ist bald Weihnachten. Hey, wenn das Video online kommt, ist dann schon Weihnachten? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wann kommt das denn? Ich muss jetzt bald mal anfangen mit den neuen Videos, die hochzuladen. Also vom letzten Rumble. Der nächste Rumble startet ja schon bald wieder. Hm, Leute. Und dann wird danach dieses kurz Video. Kurz vor Weihnachten. Es wird wahrscheinlich kurz vor Weihnachten sein, wenn dieses Video hier live geschaltet wird. Vielleicht ist es sogar direkt an Weihnachten. Keine Ahnung. Also dann sollte es jetzt Weihnachten sein bei euch, wenn ihr dieses Video seht. Eine extra lange Version. Eine laggy Version vom Herrn Gleich. Eine extra long Version. Leute, ihr könnt mal kurz, beziehungsweise ich werde Weihnachtsfolgen machen, Leute. Was? Ja. Das ist auch bei mir. Weihnachtsfolgen. Ja, ich werde Weihnachtsfolgen machen. Was Schnee. Du alles machen willst. Nee, mit Schnee. Ja, ich hab doch bald frei, ey. Was du immer alles machen willst. So, ich hab bald frei, Leute. Es ist jetzt die letzte Woche angebrochen. Und wie der viele erste, Matches noch? Und der erste Schultag ist schon vorbei. Das bedeutet, wir brauchen noch 4 Schultage. In diesen 4 Schultagen schreiben wir noch 3 Arbeiten. Spaß. So, ein Match ist noch übrig. Leute, also wir haben eigentlich nur noch 3 Tage Schule. Will er gleich? Einfach aus dem Grund, weil Freitag keine Schule ist. Naja, ist doch gut, oder? Normal. Ist doch gut, oder gleich? Wenn ich euer Lehrer wäre, ich würde euch den ganzen Tag nur arbeiten schreiben lassen, damit ihr wenigstens zu schätzen wisst, was es bedeutet, dann frei zu haben. Hast du das dann auch, wenn du Lehrer bist? Ja. Ja, also. Hä? Einzige Grund, warum ich Lehrer werden wollen würde. Oh nein! Stell dich mal. Oh nein, stopp! Nein. Stell dich mal unseren Waschbär als Lehrer vor. Oh nein. Ah, ich habe auch eine Gasattacke. Aber der hat 24. Oh Gott, 24 Leech. Du willst denn den down bekommen, ey? Ja, hast du schon eins verloren? Nein, ich habe jetzt noch keins verloren. Aber das hier wird was? Echt. Nein, niemals hätte ich eins verloren. Jetzt lass mich mal überlegen. Ja, ich lass dich doch gerade überlegen. Nein, du. Hör doch mal auf. So, was kann man jetzt machen? Oh, da hätte ich einen 12er Push, aber das bringt mir auch nicht viel. Komm, ich fange jetzt erstmal mit dem hier an und dann hoffe ich, dass danach, wenn ja. Leute, by the way, wenn ihr es noch nicht getan habt,
Herr Gleich hat mal wieder alles Mögliche nicht gemacht. Klick mal, mal bitte auf, jetzt irgendwas zu machen. Ganz, klick mal da ganz kurz drüber. Lass mich dieses Video fertig machen. Nein, ganz kurz, ich muss kurz was einblenden lassen. Herr Gleich, klick mal ganz kurz da drüber. Ich will mit diesem klick, ja eben. Fertig klick, klick hier drauf bitte. Hier, einfach mal in die Mitte. Einfach mal hier rein. Nicht in die Lautstärke, sondern hier unten rein. Okay, perfekt. Und dann kannst du wieder zurückgehen. Ich muss einfach wieder machen. Ja. So, Leute. Ihr könnt mal, by the way, ein Like da lassen. Und was meinst du? Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gerne mal ein Abo da lassen. Würde mich auch auf jeden Fall sehr freuen. Und Herr Gleich bestimmt auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das hätte ich ja jetzt eh gleich wieder gesagt. So. Das hast du gesagt, aber das hast du ja nicht, ja, nicht eingeblendet. Ich habe die Einblendung für gleich eingerichtet extra. Ja, hast du. Aber irgendwie hat es nichts gebracht. Ich habe dann Schiss bekommen, weil immer mehr Leute gegangen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, je mehr ich das einblende, desto mehr gehen. So, also. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob heute Weihnachten ist oder nicht. Abonniert den Kanal. Aber wo wir es gerade aufnehmen, ist der 17.12., also genau in 7 Tagen, in einer Woche, ist Weihnachten. Macht's gut. Und schreibt mal in die Kommentare, was wünscht ihr euch zu Weihnachten. Bis dann, und tschüss.